Ohne Musik aus dem Haus zu gehen, ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Deswegen habe ich in fast jeder Tasche kleine Kopfhörer drin. Aber ich habe ein großes Problem. Wenn ich diese Kopfhörer aus der Tasche ziehe, sehen die meistens erstmal so aus und ich bin ungefähr 10 Minuten damit beschäftigt, die Teile auseinanderzukriegen. Wenn es dir genauso geht, dann habe ich das perfekte Do-it-yourself-Projekt für dich. Mit diesen kleinen Helfern passiert dir nämlich sowas garantiert nicht mehr. Wir basteln heute kleine Kabelhalter, die kann man perfekt für Kopfhörer verwenden, aber auch für andere Kabel. Für dieses Do-it-yourself-Projekt brauchst du erstmal Filz in deinen Lieblingsfarben, dann kleine Druckknöpfe, eine Schere und je nachdem, was du machen möchtest, wenn du etwas auf dein Halterchen draufmalen willst, dann einen wasserfesten Stift und ansonsten einen ganz normalen Stift. Und je nachdem, was du machen möchtest, eine Schablone oder du zeichnest freihand direkt auf den Filz. Und außerdem brauchen wir noch eine Heißklebepistole. Ich habe mich jetzt nochmal für ein kleines Herz entschieden. Das funktioniert aber bei jeder Form eigentlich gleich. Ich habe meine Schablone jetzt einmal grob ausgeschnitten und ich nehme jetzt mal den roten Stoff. Als erstes knicke ich den einmal um, denn ganz wichtig bei diesem Projekt ist, dass wir eben hier so eine Kante haben. Ich lege es mal hierher. Und dann lege ich meine Schablone so auf den Stoff, dass die oberen beiden Teile des Herz überstehen, sodass ich praktisch nicht hier das Herz ausschneide, sondern dass es hier zusammenbleibt auf der Kante. Ich nehme mir dann meinen Stift und das Tolle an Filz ist, wir können jetzt einfach das Herz abzeichnen, indem wir vorsichtig durch den Stoff drücken und immer wieder kleine Punkte hinterlassen. Da können wir dann nachher entlang ausschneiden. Ich habe mir das Herz jetzt hier durch abgepaust, an den kleinen Punkten entlang kann ich jetzt schneiden und nochmal zur Erinnerung unbedingt darauf achten, dass hier oben nicht geschnitten wird. Jetzt kommen unsere kleinen Druckknöpfe ins Spiel. Die packen wir vorsichtig auseinander. Das sind eigentlich immer zwei zusammen. Und am besten steckt ihr sie direkt wieder zusammen. Das sind jetzt zwei zusammengesteckte Druckknöpfchen. Und überlegt euch, wo wollt ihr denn nachher den Druckknopf haben? Natürlich in eurer Figur. Ich würde mal sagen, hier. Dann nehmt ihr den vorsichtig. Da müsst ihr jetzt wirklich vorsichtig sein. Ich habe mich hier schon verletzt. Und packt ein bisschen Heißkleber auf den Knopf. Und klebt den dahin, wo er nachher hin soll. So. Kurz trocknen lassen. Und dann kommt auch auf die andere Seite ein bisschen Heißkleber und ihr klappt euer Herz oder eure Figur einfach zu. Eigentlich sind wir jetzt schon so gut wie fertig mit unserem kleinen Kabelhalter. Wir lassen das Ganze noch auskühlen und gut trocknen und dann könnt ihr natürlich je nach Geschmack noch ein Gesicht aufs Herz oder auf eure Figur malen oder sie irgendwie anders verzieren. Mein Herzchen ist jetzt getrocknet und ich kann das bequem über den Druckknopf einfach öffnen. Dann nehme ich meine Kopfhörer, wickel die, wie man das eigentlich immer so macht, über die Hand auf und packe sie einfach hier rein. Klappt das Herzchen zu und vorbei ist es mit Kabelsalat. Bei diesen kleinen Kabelhaltern sind eure Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe hier zum Beispiel mal noch eine kleine Katze ausprobiert oder hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Maus oder ein Hund sein soll. Probiert einfach aus, worauf ihr Lust habt. Ich finde es auch ein perfektes kleines Geschenk.